So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video bei uns hier auf dem Kanal. Während ihr im Hintergrund seht, wie der Chef erklärt, wie die ganzen Regeln dieses Rennen sind, will ich euch hier das Ganze mal auch nochmal in Kurzfassung erklären. Und zwar haben wir ein Teamrennen gefahren, das heißt immer zwei Leute zusammen. Man musste drei Wechsel machen, also drei Zwangswechsel mit Partner- oder Fahrerwechsel. Bei diesem Wechsel musste man diesen Spanngurt einmal lösen, komplett rausziehen, wieder reinschieben, durchziehen und wieder festmachen. Man sieht es auch gleich sehr, sehr lang. Und da gab es dann später auch Diskussionsthema. Deswegen wurde es dann während des Rennens von dreimal mit Spanngurt auf zweimal mit Spanngurt und einmal nur Fahrerwechsel geändert. Aber da werden wir noch sehen. Da gibt es so den einen oder anderen, der hatte ein bisschen Probleme mit diesem Spanngurt. Das will ich euch aber auch nicht vorenthalten, das seht ihr nachher noch. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit dem Video. So, Männers und Weibers. Okay, Weibers klingt ein bisschen assi. Liebe Damen und Herren, das Rennen beginnt in Kürze. Auf Startposition 1 haben wir einmal Moritz in der Nummer 17. Platz 11, weiß ich nicht. Platz 13. Hä? Ja, ich weiß. Hör mal. Genau, Platz 11. Hä? Haben wir einmal Benedikt, der macht sich auch bereit. Platz 2 in der Nummer 11, Benedikt. Platz 1, Moritz. Platz Nummer 3, haben wir einmal Harris in der 13. Platz Nummer 4, Volodomir, mein Teampartner, 15. Platz 5, 19, Kevin. Platz 2, Sven. Platz 16, der liebe Tim. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Platz 16, Nummer 16, der liebe Tim. 80, wie war dein Name? Ömer, genau. Und Lukas auf Startposition 9. Und damit geht's auch schon rein in die Startaufstellung. Vorne schaltet die Ampel schon hoch. Bevor das Rennen startet, denkt dran, lasst uns ein Abo da, ein Like da, würde uns übel freuen, kostet euch nichts. Uns unterstützt extrem und schreibt uns gerne mal rein, was ihr noch sehen wollt. Und damit starten wir direkt rein. Die Ampel schaltet auf grün, die Leute geben Gas. Wir sehen, Harris kommt relativ gut weg, zieht hier auch mal ganz kurze Zeit auf den P2, wird aber dadurch nach außen gedrängt und der Kollege kann sich die Innenbahn sichern, holt sich die P3 zurück. Und dadurch, dass er jetzt nach außen gedrängt wird, natürlich nochmal einer durchgeflutscht, und zwar der Kollege von Marcel. Harris holt sich aber natürlich solide den P3 direkt wieder zurück. Man sieht es hier am Anfang, sehr viel Gerangel immer, ist aber auch das, was natürlich ultra viel Spaß macht. Dieses enge Aneinanderfahren, diese Platzkämpfe, das macht einfach brutal viel Spaß. Ja, jetzt hören wir einfach mal, was Marcel dazu sagt. Was sagst du? Nach wie vor Harris Platz 3, Volodomir Platz 4. So, das ist ein gutes Getümmel hier. Oh, in der letzten Reihe ist hier Stress. Ja, wie es Marcel schon gesagt hat, es ist tatsächlich alles sehr eng. Gut, ist natürlich auch irgendwo zu erwarten, wenn die Mitarbeiter fahren, die hier öfters auf der Strecke sind. Wobei auch natürlich Bistro-Mitarbeiter mitgefahren sind, die im Normalfall natürlich drinnen sind bei dem Bistro und nicht draußen auf der Strecke fahren. Aber trotzdem war das Feld sehr eng und hat Spaß gemacht. Ganz die Ideallinie blockiert den Sven da so ein bisschen. Aber er gibt alles. Warum Marcel hier auch außen steht, ist, hat den ganz einfachen Grund, dass er seinen Teamkameraden Volodymyr vorgelassen hat. Das heißt, er hat ihm den Start überlassen. Tatsächlich war das grundsätzlich, wenn man das so betrachtet, wahrscheinlich gar keine so schlechte Wahl, weil das Feld, das jetzt hier als erstes fährt, von den Teams jeweils der etwas stärkere Fahrer ist. Das macht natürlich, kann natürlich taktisch klug sein. Aber wie gesagt, das sehen wir noch im Laufe des Rennens, ob das die richtige Entscheidung von Marcel war, zu sagen, ah, er fährt erst den zweiten und lässt den Start von Volodymyr fahren. Aber um das Ganze hier mal ein bisschen noch aufzudröseln und für euch zu erklären. Wir haben zwei GoPros gehabt, das heißt, eine hat Harris bei sich am Helm. Ich hatte jetzt dieses Rennen keine GoPro dran und die andere GoPro hatte Marcel. Das war natürlich dann für uns auch ganz gut, weil die eben relativ zeitversetzt gefahren sind. Das heißt, wir haben eigentlich das komplette Rennen über zwei GoPros abdecken können. Eigentlich war es doch geplant, das Ganze auch mit einem Overview über eine dritte Kamera von der Strecke aufzunehmen. Leider ist die hops gegangen und die Aufnahmen sind uns verloren gegangen.
Hätte ich euch gern gezeigt, ist jetzt aber so, beim nächsten Mal machen wir das besser. Dann habt ihr das auf jeden Fall auch mit drin. Und damit ihr auch wisst, wie es bei mir stand, also ihr habt es vorher an der Startaufstellung schon gesehen, wir sind relativ, oder ich bin mit meinem Team relativ weit hinten gestartet. Auf Position 7, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, genau. Und ja, ich sag mal so, meine Qualifying war nicht so geil. Auch das Qualifying von meinem Teamkollegen Ibrahim war nicht so geil. Wir waren jetzt nicht wahnsinnig schlecht, aber wir waren halt nicht die Besten. Und dadurch sind wir vom Ranking relativ weit hinten gestartet. Dadurch, dass wir aber beide von den Zeiten im Mittelfeld waren, hat sich dieses Team ergeben. Also es muss sich so vorstellen, die Teams wurden zusammengestellt. Einer aus dem Team ist derjenige, der eine sehr gute Qualifying-Zeit gefahren ist. Und der andere aus dem Team ist der, der eine etwas schlechtere Qualifying-Zeit gefahren ist. Und so haben sich im Endeffekt die Teams zusammengestellt. Das heißt, Ibrahim und ich waren beide so im Mittelfeld von den Zeiten. Deswegen sind wir zusammengewürfelt worden und starten aber natürlich relativ weit hinten, weil unser besserer Fahrer, was in dem Fall ich war, einfach von der Zeit so scheiße war, dass wir relativ weit hinten standen. Allerdings hat es in diesem Rennen überhaupt gar nichts zu sagen, weil einfach sehr viel ausmacht, wie schnell man ist bei diesem Wechsel von diesem Spanngurt. Und da sehen wir auch nachher noch, das ist bei dem einen oder anderen etwas schwieriger gewesen. Ja, manche sind etwas schneller durchgekommen, manche haben etwas länger gebraucht, weshalb das ja dann auch, wie vorher schon erwähnt, von dreimal Spanngurtwechsel auf zweimal Spanngurtwechsel und einmal nur einen reinen Fahrerwechsel geändert wurde. Allerdings war auch das ein bisschen ärgerlich, weil das haben teilweise wohl die Teams nicht richtig mitbekommen oder man weiß nicht, ich glaube Harris habe ich sogar noch gesagt, der hat es mir aber nicht geglaubt, weil er gedacht hat, ich will ihn in die Pfanne hauen, damit ich mir einen Vorteil rausfahre. Habe ich tatsächlich nicht gewollt, aber war jetzt in dem Fall so, dass er das wohl gedacht hat und er deswegen mit seinem Team tatsächlich drei Wechsel gemacht hat mit Spanngurt, was natürlich nachher einen Zeitunterschied ausmacht. Genau, aber wir werden jetzt sehen, was das Ganze mit sich bringt. Jetzt am Anfang hat sich das dann relativ in die Breite gezogen, also das ganze Feld ist so, wie es eigentlich gestartet ist, relativ ins Rennen gegangen. Da hat sich jetzt nicht viel getan. Deswegen werden wir jetzt auch gleich mal etwas nach vorne springen, bis so die ersten Wechsel anstehen und schauen mal, ob sich da beim Harris bei der Position sich auch was tut, ob er sich da dann ein bisschen vorsetzen kann. Und damit landen wir auch schon in der Runde 12. Ihr seht es da vorne, direkt vor Harris geht jetzt Benedikt raus und macht tatsächlich schon in Runde 12 den ersten Wechsel. Dadurch natürlich Harris jetzt automatisch auf der P2. Wie sich das dann nachher natürlich, ob er es halten kann oder ob es dann noch mal eine Positionsverschiebung gibt, das hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie schnell Benedikt den Wechsel hinkriegt, auch mit dem Spanngurt. Eins möchte ich euch noch erwähnen, ich habe jetzt in diesem Rennen keine Rundenzeiten eingeblendet. Ich war schon extrem froh, überhaupt hinzubekommen, wer welche Position in welcher Runde hatte. Weil es ist so ein Durcheinander gewesen, einfach wegen diesem Spanngurtwechsel und dem ganzen Drum und Rum und den zwei GoPros, das übereinander zu legen. Das war einfach ein wildes Wirrwarr, deswegen gibt es dieses Mal keine Zeiten. Ich kann euch aber gerne am Ende oder so die Bestzeiten von den ganzen noch einblenden oder eine Übersicht einblenden, dass ihr nochmal seht, wer welche Bestrundenzeit gefahren ist und welche Position dann jeder schlussendlich belegt hat. Aber wie gesagt, fürs Rennen an sich war es so ein Durcheinander, da hatte ich keine Chance. Das ging überhaupt nicht, dass ich da das alles eingestellt bekomme. Hier vor ihm sieht man es, vor Harris kam jetzt direkt einer rausgezogen, der hier schon ein bisschen Probleme hat, wohl ein bisschen das Kart am Rumeiern. Und zwar ist es die Nummer 4. Die Nummer 4 ist gefahren, Benedikt sein Team mit Eileen. Das heißt, sie waren davor noch vor ihm. Er hat jetzt eine Runde im Endeffekt zwei Runden sogar über sie aufgeholt und hat sie jetzt wieder überholt. Also grundsätzlich erstmal ein riesen Vorteil für Harris, dass er da jetzt ein bisschen Zeit rausfahren kann. Natürlich muss jetzt der Wechsel nachher auch gut funktionieren, um die Position halten zu können. Jetzt kommen wir zum absolut witzigsten Part und zwar seht ihr gerade hier schon, wir switchen auf die Kamera von Marcel und die haben jetzt ihren Wechsel. Jetzt hören wir doch einfach mal rein, wieso der Wechsel mit dem Spanngurt funktioniert. Junge, wie zieht er den Gurt fest? Oh mein Gott! Alter, wie macht der den Gurt fest? Ey, das gibt's ja nicht! Wie macht der den Gurt fest? Ey, wie soll man denn so aufmachen? So was Dummes! Alter, so was Beklopptes! Wie kann man denn so festziehen? Warte! Jetzt zieh.
Ihr seht schon, da gibt es wohl einige Probleme da bei dem Fahrerwechsel bei Marcel, beziehungsweise mit diesem Spanngurt. Der scheint nicht ganz so zu wollen, wie Marcel sich das gerne vorstellen würde oder wie er es gerne hätte. In der Zwischenzeit, Harris fährt hier ganz entspannt seine Runden und bekommt da überhaupt gar nichts davon mit, was da außen passiert. Fährt ganz entspannt seine Runden auf P2, weiter ist jetzt in der Runde 16, währenddessen der Marcel da draußen immer noch mit dem Spanngurt kämpft. Man muss sagen, das Ganze hat natürlich viel aufgehalten. Also dadurch, dass jetzt die Gruppe oder das Team von Marcel da relativ lange schon drin steht, wir sehen auch gleich, wie lange die endgültig da drin standen, hat das ganze Feld nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, einen Wechsel zu machen, weil, wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt war noch festgeschrieben, jeder musste dreimal wechseln und zwar dreimal mit Spanngurt. Das heißt, jeder, der jetzt reinfährt, wäre Quatsch, weil er steht erstmal hinter Marcel, muss warten, bis er fertig ist, um dann den Fahrerwechsel zu machen und selber den Spanngurt aufzumachen, wieder zuzumachen. Neuer Fahrer steigt ein und fährt weiter. Das heißt, es hat das ganze Ding ein bisschen verschoben, weil viele wollten eigentlich schon einen Wechsel machen. Auch mein Team hat eigentlich schon viel, viel früher den Wechsel geplant. Aber dadurch, dass da jetzt so ein Kuddelmuddel in der Box oder in der Box im Endeffekt war, wo die gewechselt haben, gab es die Möglichkeit gar nicht, dass man gerade wechseln konnte. Aber fragen wir doch einfach mal Marcel, wie es denn gerade aussieht, ob sie schon fertig sind. Hey, Alter! Wie man sieht, hat Marcel und Volodymyr das wirklich extrem viel Zeit gekostet. In der Zeit, wie gesagt, hat Harris das gar nicht mitbekommen, außer dass sein Teamkollege jetzt, glaube ich, zweite oder dritte Mal schon gesagt hat, er soll noch mal eine Runde drehen, bevor sie Fahrerwechsel machen, einfach weil die Boxengasse immer noch belegt ist. Man hat es auch ganz kurz links am Rand gesehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo jetzt hier Harris in Runde 23 ist, Marcel und Volodymyr immer noch da draußen standen und versucht haben, ihren Spanngurt reinzumachen, so wie er reingehört. Marcel war zu dem Zeitpunkt von dem Wechsel in der Runde 14. Also man sieht mal, wie viel das ausgemacht hat, dass der da so ewig in der Box drin saß. Im Endeffekt hat er jetzt hier von Runde 14, also das heißt, wo er durchs Ziel danach der Wechsel durchgefahren ist, hat seine Runde 15 begonnen. Und jetzt gerade, wo Harris Runde 24 anfängt, ist Marcel erst fertig geworden mit seinem Wechsel. Also das hat extrem viel Zeit gekostet. Man sieht jetzt auch hier vor Harris, das bin tatsächlich ich. Wie gesagt, habe keine wahnsinnig geilen Runden gefahren. Warum auch immer, hat einfach nicht gepasst. Hier ist er dann auch an mir vorbeigezogen. Ich habe ihn vorbeigelassen. Aber eigentlich auch nur, weil ich gesehen habe, er ist auf P2, also ist vor mir. Warum soll ich da groß rummachen? Lasse ich ihn kurz vorbei. Jetzt schauen wir doch einfach mal, wie sieht denn so ein Fahrerwechsel bei Harris aus? Ob es bei denen besser läuft oder ob die genauso Schwierigkeiten haben. Das erste Problem, was Harris auf jeden Fall schon mal hat, ist, dass er jetzt hier steht und es nicht machen können, weil vor ihnen Team 6 ist mit Lukas und Nikolas, die ebenfalls gerade Fahrerwechsel machen. Allerdings ging es bei denen zum Glück relativ schnell. Und jetzt sieht man mal, wie das bei denen laufen kann, wie die das machen. Und schauen wir mal, ob die schneller, gleich schnell oder vielleicht noch langsamer sind als Marcel. Andersrum! Andersrum! Nein, nein! Die Schelle! Die Schelle musst du drehen! Auch bei Harris hat der Wechsel nicht 100% funktioniert mit dem Spanngurt, wie man hier sieht. Also der hat es auch erst falsch angesetzt. Aber es sieht schon deutlich besser aus als das, was vorher bei Marcel und bei Volodymyr war. Weil einfach das extrem lang gedauert hat. Man hat es nicht genau gesehen auf der Kamera bei Marcel, allerdings war es wohl so, einmal haben sie es falsch rum rein. Erstens mal war dieses Ding irgendwie im Reifen zugeratscht, dass man nicht richtig hingekommen ist. Das heißt, es hat schon ewig gebraucht, bis sie es aufbekommen haben. Dann hat der es noch falsch rum reingezogen und das ist ja eine ewig lange Schlaufe oder ein ewig langes Seil, was da durchgeht. Bis du das wieder zurückgefädelt hast, das dauert natürlich, dann musst du es wieder neu einfädeln, dann musst du es wieder durchziehen, dann musst du es wieder ratschen, dann bleibst du in dem Reifen hängen. Das führt natürlich alles dazu, dass man Zeit verliert. Aber wie man hier sieht, er ist jetzt schon am Ratschen und dann ist das Ding auch fest und die können den Fahrerwechsel machen. Und der war deutlich besser
als der von Marcel und von Volodymyr. Und damit geht er jetzt bei Runde 24 raus. Wir springen damit auch nochmal zurück zu Marcel, der jetzt sich in seiner 20. Runde befindet und hier wieder auf ein paar Leute aufgefahren ist. Und zwar ist die 13 direkt vor ihm der Teamkollege von Harris, die ja gerade gewechselt haben. Den hat er jetzt auch schön sauber kurz außen überholt, auch wenn er jetzt hier ein bisschen an der Wand hängen bleibt. Ja, ist dort leider noch nicht ganz vorbei. Jetzt vielleicht beim Crash, ja, wenigstens die Vierkanner stehen lassen, die Teamkollegin Eileen von Benedikt ist, die ja relativ weit vorne noch mitfahren. Aber er hängt immer noch hinter Jakob mit der Nummer 13 und sein Plan war ja, dass er die zweite Runde erst fährt, um eben nicht in diesem Feld mitzufahren, die relativ schnell sind, sondern bei denen, die gerade die schnellsten sind, um einfach da wieder was gut zu machen und ein bisschen frei auffahren zu können. Aber wie man sieht, er hängt da ein bisschen lang hinten dran, kommt jetzt aber dann doch vorbei und kann auch auf den nächsten aufschließen, der da vor ihm fährt. Und zwar ist es der Patrick mit der Kartnummer 19, der mit Kevin fährt. Die tatsächlich auch nicht so weit weg sind von Marcel. Das heißt, wenn er sauber durchfährt, hier noch ein paar Runden aufholt und mit gut Glück beim nächsten Kartwechsel vielleicht das mit dem ganzen, ja, ich sag mal, Fauxpas, was er vorher hatte, nicht mehr passiert und sie sauber wechseln können innerhalb von einer kürzeren Zeit, dann sieht es ganz gut aus, dass er den auch noch holen kann. Deswegen versucht jetzt auch hier direkt ranzufahren. Allerdings passiert jetzt erstmal nicht mehr so viel, deswegen wechseln wir nochmal einmal weiter und springen nochmal ein bisschen nach vorne und schauen uns mal an, weil Harris wechselt wieder. Und wie man sieht, dieses Mal nimmt sich auch Harris selber der Aufgabe an, den Spanngurt zu wechseln. Schauen wir doch einfach mal, ob er das etwas besser hinkriegt. Hier scheint sich das Ganze ein bisschen bei ihm zu verheddern, also auch nicht optimal. Aber was gut ist, was man auch gemerkt hat, die, wo ruhig bleiben, die kommen deutlich besser weg. Wenn man hektisch wird und versucht und zieht und dies und das, dann verheddert sich das alles bloß und dann hat man nachher nichts gewonnen, außer dass es einen Haufen Zeit kostet. Wie man sieht, Harris bleibt relativ ruhig, zieht es sauber durch, hat sich jetzt hier ein bisschen verdreht, deswegen merkt man auch schon, hat er ein bisschen Schwierigkeiten, das Ganze richtig anzuziehen. Aber es sieht deutlich, deutlich besser aus als das, was wir vorher gesehen haben, auch das, was wir vorher beim ersten Wechsel von Harris und von seinem Teamkollegen Jakob gesehen haben, ist das hier doch schon mal deutlich, deutlich besser. Geht natürlich besser. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen der Drucksituation geschuldet, dass man da nicht optimal arbeitet und vielleicht auch noch der Hintergrund, dass man jetzt hier Handschuhe anhat. Jetzt merkt das auch selber, dass es vielleicht sinnvoll ist, erstmal das so weit durchzuziehen, wie es geht, bevor man da an der Rätsche hantiert. Und dann funktioniert das Ganze auch und das war ein sauberer Wechsel. Und wir sehen es, Marcel kommt direkt hinter Harris, der gerade hier aus der Box fährt und fährt ihm jetzt hier auch schön auf. Ja, natürlich ärgerlich, wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass Harris immer noch einen Vorsprung hat von, ich glaube, 2 Runden müssen das sein. Das heißt, selbst wenn Marcel jetzt hier vorbeifährt, ist er immer noch im Hintertreffen und muss noch sehr, sehr viel Zeit aufholen. Und man kann dazu sagen, Harris ist saubere Runden gefahren die ganze Zeit, also hat auch gute Rundenzeiten gefahren. Trotz dessen kann man sich ja mit jemandem, der eh schon gute Zeiten fährt und relativ schnell unterwegs ist, hier ein bisschen ransaugen an das vordere Feld und vielleicht den einen oder anderen noch hinter sich stehen lassen und das Ganze mitnutzen, um einfach nochmal ein paar Positionen gut zu machen und Geschwindigkeit aufzubauen. Und man weiß es ja, im Kartsport ist es immer so, wenn 2 sich boxen, freut sich der Dritte. Und das sehen wir jetzt hier auch gleich. Wer aber allerdings sehen will, wie dieses Battle hier gleich ausgeht, wo die beiden reinfahren in die Nummer 17 und in den anderen Kollegen, der muss beim nächsten Mal wieder einschalten. Da gibt es den Part 2. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das schaut. Denkt bitte dran, ein Abo da zu lassen. Like und Kommentar würden uns natürlich auch freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.